Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn du in dieser Beziehung lebst und vorwärts gehst und mit Gott wirklich gemeinsam dein Leben gestaltest, dann weißt du auch, dass Gott eine Berufung für dein Leben hat. Er hat dir etwas ganz Spezielles anvertraut, mit dem du wuchern sollst, mit Gaben, mit Begabungen, mit Ausrüstung, die du einsetzen sollst in deinem Leben für das Reich Gottes. Ich habe immer wieder so Zeiten, wo ich darüber nachdenke, was ist meine Berufung oder bin ich noch im richtigen Ziel verankert? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich noch in dem, was Gott an Berufung für mein Leben gedacht hat, wo er möchte, dass ich wachse, wo ich weitergehen soll? Bin ich da noch richtig fokussiert? Neulich war wieder so eine Zeit gekommen, dass ich eine Bestandaufnahme gemacht habe. Wo stehe ich im Moment mit Gott? Wie ist das mit meiner Berufung? Und dann fielen mir verschiedene Dinge ein. Ich habe eine Familie zu versorgen, ich habe einen Job, ich habe Büroarbeit abzuleisten jeden Tag. Ich bin unterwegs im Reich Gottes, ich investiere mich da und ich investiere mich dort. Und ach, da war dieser eine Satz, ich mache doch schon alles. Ich mache doch schon alles. Und im gleichen Moment war es, als ob Gott mir das offenbaren würde, dass das gar nicht seine Absicht ist, dass ich alles mache. Und ich sagte, Herr, es tut mir leid. Ich will gar nicht so egoistisch da in meinen Zielen unterwegs sein, in meinen Aufgaben unterwegs sein. Ich will ja eigentlich viel, viel mehr, dass du zuerst an erster Stelle kommst, dass ich dir diene, dass ich genau höre, was du für mein Leben geplant hast. Und ich bitte dich, dass du mir eine Antwort jetzt gibst. Was hast du als allererstes auf dem Herzen für mein Leben? Und Gott antwortete mir und sagte, ich möchte, dass du mich von ganzem Herzen und mit allem, was in dir ist, liebst. Siehst du, und das ist eine persönliche Botschaft, die bei mir so gewesen ist, aber die ich dir mitgeben möchte auf deinen Weg. Frag du doch mal den Herrn, was in deiner Berufung, in deiner jetzigen Lebenssituation da ist, wo du vielleicht schon die richtigen Ziele hast, aber wo sie einfach aus dem Ruder gelaufen sind, wo du alle Dinge machst und wo du diesen ersten Fokus, dass du Gott von ganzem Herzen suchst und ihn liebst und in allen Dingen ihn an erster Stelle setzt, verloren hast. Schau doch einfach mal, wie deine Beziehung zu Jesus gestaltet ist. Ist er deine erste Liebe? Ist da dieses erste Brennen, diese erste Sehnsucht nach ihm, ihm von ganzem Herzen zu dienen, ihn von ganzem Herzen zu lieben? Ich wünsche dir, dass du heute ganz neu diese Dinge beleuchtest für dich, dass du ganz neu nachfragst bei Gott, wie sieht das mit meiner Berufung aus? Bin ich in dem, dass ich dich, Jesus, liebe und dass du mir einen Auftrag geben kannst, der aus dieser Liebe herauskommt? Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat in dem Bereich viel, viel mehr für dich.